Grüßen den FC Bayern München. Und wenn ich Hast du das Spiel gesehen gegen Man U? Nee, gar nicht gegen Man U. Doch, gegen Man U, wo dieser andere Riese ist. Nee. Ich weiß gar nicht, wie der... War das überhaupt Man U? Ja, natürlich. Kampf der Giganten. Da haben sie so einen Typen, der ist auch so eine Glatze. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und die beiden haben sogar sich gegenseitig gedeckt. Ehrlich? Richtig top. Und dann das Allergeilste. Bayern München gegen Man U, wo die in den letzten Minuten die Tore kassiert haben. Hast du das nicht mitbekommen? Das Finale. Erst ja. Das hast du davor gesehen. Natürlich das Finale. Warte mal, ich konnte das nicht glauben, ja? Wie dann in den letzten Minuten das erste Tor gefallen ist noch, ne? Ich nur so, ne, das kann nicht sein, ja? Und warte mal. Eine Sekunde später. Und ich dachte, das wäre die Wiederholung von dem Tor, ja? Und Douglas so, ne, das kann nicht sein. Und ich habe das gar nicht geschnallt. Ich sehe nur, wie auf einmal oben deine 3 steht. Ich so, Douglas, war das nicht die Wiederholung? Ich konnte das nicht glauben. Ich konnte das nicht glauben. Aber tut mir leid, wer so dumm ist, der hat auch keinen Sieg verdient. Wollte ich gerade sagen, wer das Spiel aus der Hand lässt, der hat kürzeste Zeit die Kisten kassiert. Ja. Das ist wirklich deppert. Jetzt frage ich nochmal nach, gegen wen haben die gespielt? Wer? Bayern gegen Man U. Was ist Man U bei dir? Manchester United. Mensch, ich wäre jetzt drauf gekommen, was Man U ist. Ich überlege die ganze Zeit, was ist ein Man U? Manchester United. Wer hat die da so genannt? Ja. Auch hier steht das oft in den Zeitungen, also bei uns. Da freue ich mich dann immer, weil es ja wie mein Name geschrieben wird. Manu. Dann die Sonne legen. Du? Ja, wie spät haben wir jetzt da? Halb elf. Sternchen? Hey, komm, runter. Runter. Wie bitte? Oh, unser Freund vorhin gesagt. Ja. Immer rübergekreist. Sternchen, da darfst du auch nicht rein. Na, ihr Süßen. Fladi, wolltest du Frühstücken? Dann lass ich das da stehen. Nee. Kaffee ist noch eine Kaffee drin. Ja? Ja? Nee. Cool. Lass es auf. Wenn es noch reicht, würde ich auch einnehmen. Hm? Wolltest du auch eine Tasse? Ja, nur eine kleine. Weil zwei Tassen sind bestimmt auch drin. Ja, ich will nur eine kleine. Kannst du? Ich mach erst mal eine John-Seite vor. Nee. Es sind 6 Eier da. 6? Mhm. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Johnny? Ich danke dir. Ganz klar. Du sollst ihn noch in der Thermoskanne drin lassen? Ja. So, den Haufen haben wir noch fertig. Hm? Weißt du, wie ich mich jetzt nicht aufregt habe? Was kannst du? Die Seite war okay, die war fast fertig. Ein Schnitt falsch. Ich muss die direkt machen. Alles vorbei. Na. Ich hätte das auch machen können. Leben, so wie du dich fühlst. Ja, ja. Ich bin doch bei dir. Haare weg, alles weg. Mhm.
Ich hab von dem Staub so einen Schleim im Hals. Hm, glaub ich dir. Weißt du, warum ich die so wegschneide? Ich mag sie nicht rasieren. Aber wenn ich daheim bin, dann tue ich sie rausreißen. Ist ja einer drauf, ne? Aua. Vorher. Auf jeden Fall. Der Kai hat sich mal auf dem Klo. Jürgen, ich muss noch 5 Kilo abschmecken. 5 Kilo. 5 Kilo. Ja. Brauche ich noch. 5 Kilo! Noch 5 Kilo abspecken, dann ist gut. Oder Cameron? Ist dann gut? Boah, ich hab keinen Bock, jetzt meine Wäsche zu waschen. Sinnvoll wär's ja. Aber ich genieße jetzt die Sonne, solange sie noch da ist. Oh! Oh. Hast du kurz Bock? Was? Den Rücken einzuspielen. Ja, ja. Wo ist denn Creme? Da. Babymilch. Weißt du, einen Rücken wirst du nie wieder eincremen können. Jetzt machen wir nach vorne. Bisschen. Du, 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 du. Hey, euer Sumpfgebiet ist ja trockengelegt. Super. Herbert Hackenfels, nimmst du das mit da? Das war, dass du deine 10 Minuten voll hast. Ja. Aber muss ja nicht sein. So, die Betten sind neu bezogen. Ich kann doch noch mal rein, oder? Ja, aber nicht mehr so lange. Ich glaube, also 5 Minuten war ich bestimmt gewesen.